Hallo, ich bin Laps Kowalski. Ich schreibe und veröffentliche Bücher, wie einige wissen. In Bezug auf die Schriftstellerei sage ich, es sind ungewöhnliche und zugleich banale Zeiten, in denen wir leben. Literatur und Wortkunst liegen am Boden. Jede Zeit hat die Autoren, die sie verdient. Was einst bedeutend war und glänzte, findet sich nun kaum noch als Erinnerung wieder. Das Leben, diese wunderbare Illusion von Möglichkeiten in Texten fassbar zu machen, scheint nahezu unmöglich geworden und zudem seiner Bedeutung verlustig gegangen. Und wie es die Schriftsteller verlernt haben, den Glanz des geschriebenen Wortes, sein ihm innewohnendes Funkeln zu keltern, so haben die Leser das Lesen verlernt. Unterhaltung, rufen sie. Bitte nichts, was meinen Geist anregt oder ihn zum Nachdenken zwingt. Die ihnen feilgebotene Geschichte soll sich für die Dauer der Lektüre aus der Welt entfernen und eben nicht in eine Auseinandersetzung mit ihr verstricken, denn nein, das mögen die heutigen Leser nicht mehr. Zu reflektieren macht ihnen Angst. Sie ziehen das vor, in ihrem Kokon zu verbleiben. Und wie die Leser, so haben auch die Kritiker und Feuilletonisten den Willen dazu inzwischen verloren. Literatur aber, die sich den alles verflachenden Diktaten des Marktes willfährig beugt, ist keine mehr. Nicht das, was andere wünschen, was Not tut, muss der Künstler gestalten, sagte der Schriftsteller Hans Schibulke einmal. Denn ein Schriftsteller ist keine biomechanische Apparatur, dazu dienend, für Spaß, Ablenkung und Unterhaltung zu sorgen. Er ist nicht dazu da, in vorauseilendem Gehorsam auf die Begehrlichkeiten und affektiven Wünsche seiner Umwelt und Zeitgenossen einzugehen. Seine Aufgabe ist es, im Konflikt mit der Gesellschaft zu sein und damit an moralische Standards zu mahnen, Empathie einzufordern und Veredelung des menschlichen Charakters zu träumen. Das bist du, das könntest du sein, steht zwischen seinen Zeilen. Er wirbt für eine Utopie, für einen seelisch verbesserten Menschen und nimmt diesen, auch wenn dieser noch unfertig ist, schreibend in Schutz. Das ist das eine. Das andere, um Bestand zu haben, muss das schriftstellerische Werk uns von Dingen erzählen, die zeitlos und allgemeingültig sind. Von enttäuschter Hoffnung oder verhinderter Liebe, von Treue und Treulosigkeit, Krankheit des Körpers oder des Gemüts, von Freundschaft, Verrat und Vergebung, von der Unfreiheit und dem Trachten nach Veränderung, von der Unbeständigkeit aller Dinge oder vom Tod. Literatur, sie berichtet von der widersinnigsten Sache, die sich ausmalen lässt, vom Kampf des Menschen gegen sich selbst. Schreiben, schön und gut. Doch in der Regel konzentriere ich mich auf das Trinken. Wenn man es richtig anstellen will, braucht es dafür ebenso viel Übung und Training wie für einen Marathonlauf. Ausdauer und Kondition sind gefragt. Doch anders als beim Laufen geht es beim Trinken darum, die Ziellinie so spät wie möglich zu erreichen. Denn das eigentliche Anliegen eines Trinkers ist es, Zeit zu vernichten. Da er in kaum etwas einen Sinn ausmachen kann und darum mit den üblichen Beschäftigungen, einem geregelten Job nachgehen, ein Haus abbezahlen, Kinder aufziehen, in Urlaub fahren, sportlicher Betätigung, nichts anfangen kann, muss er auf seine Weise darum kämpfen, die Zeit diesen hässlichen Gegner niederzuringen. Denn wirklich, in dem Moment, da ein Trinker plötzlich einen Sinn in seinem Dasein sehe, die Möglichkeit, sich auf andere Art zu beschäftigen und die Zeit, die viele Zeit, auszufüllen, könnte er problemlos auf Saufen verzichten. Aber er ist eben klug genug, um zu wissen, dass es diesen Sinn einfach nicht gibt. Dass er nie vorgesehen war in dieser Welt. Der kluge Trinker weiß, wir Menschen haben eine falsche Vorstellung von Glück. Er weiß, Glück ist die Mündung einer Pistole, die auf uns zeigt. Wir sollen, darauf werden wir schon sehr früh dressiert, Geld verdienen und konsumieren. Viel konsumieren und ständig. Wer konsumiert, so die Beschwörung, wird ein glücklicher Mensch. Doch sobald man diese Formel beherzigt, sobald man im Rad steckt, ist es vorbei mit der Ruhe. Und es braucht Mumm, sich daraus zu befreien.
Mumm und den Mut, sich einzugestehen, dass Glück und Sinnhaftigkeit des eigenen Handelns im Grunde etwas sehr Erbärmliches sind. Und wer dies einmal begriffen hat, kann nicht wieder zurück und sieht sich zudem mit einem großen Problem konfrontiert. Die viele Zeit macht ihm zu schaffen. Die vielen wachen Stunden des Tages, in denen er sich aufhalten muss und die gefüllt werden wollen. Naturgemäß sieht die Mehrheit das natürlich vollkommen anders. Die Mehrheit attestiert dem Trinker Faulheit und Lamoyanz. Aber die Mehrheit guckt auch TV-Sendungen wie das Dschungelcamp und DSDS und gibt sich musikalisch mit Helene Fischer und Phil Collins zufrieden. Die Mehrheit hat nie einen Nobelpreis bekommen, nicht den Turm der blauen Pferde gemalt, nie die Hand ins Feuer gehalten. Die Mehrheit ist mit Smartphones ruhiggestellt worden und findet die Heisenbergsche Unschärfe-Theorie ums Verrecken nicht sexy. Die Mehrheit, und das klingt böse, ist die Experimentiermasse der Evolution, der Teppich, auf den andere ihre Stiefel setzen. Die Mehrheit sagt: Ey Alter, was soll die Scheiße, wo du hier vorliest? Bist du bekloppt oder was? Und dennoch sucht der Trinker Kontakt zu anderen Menschen. Man findet ihn in den Kneipen und Bars. Letzteres, wenn er sich's gerade leisten kann. Auch er, insbesondere er, fühlt sich einsam und fühlt sich umso einsamer, je mehr seinesgleichen, je mehr Menschen diesen Planeten bevölkern. Diejenigen unter den Trinkern, die noch nicht ganz so klug sind und sich noch etwas zieren und sträuben, bilden sich ein, so sie etwas Talent dazu in sich vermuten, Bücher schreiben zu müssen. Bücher! Als gäbe es davon nicht schon genug auf der Welt. Und wenn man dies weiß, wenn man einsieht, dass man es als Schriftsteller unmöglich mit Kerlen wie Kleist, Turgenev, Dostojewski, Hamsun, Steinbeck, Capote, Ödern von Horvath und Fauser aufnehmen kann, dann geht einem die Motivation, einen Roman zu schreiben, schon mal kurzzeitig verloren. Und man sucht sein Heil an der Theke.